Oh, das gefällt mir richtig gut. Ist richtig viel am Kommen. Auch die Luffergurke ist schon da hinten die zweite. Ja, hallo ihr Lieben. Heute mal aus dem Gewächshaus, denn im Gewächshaus tut sich richtig, richtig viel und das möchte ich mit euch da draußen teilen. Für jeden, der noch nicht angefangen hat, es ist nach wie vor nicht zu spät anzufangen, irgendwelche Sachen auszusehen. Ich habe dazu schon Videos gemacht. Eine Anleitung, wie ihr euch das generell einfacher machen könnt. Und wenn ihr generell ein bisschen geduldiger seid und nicht die maximale Ernte braucht, dann seid ihr nach wie vor nicht zu spät dran. Tomaten, Zucchini, was auch immer, könnt ihr alles noch aussehen. Gar kein Problem. Ja, das zog mir richtig ein Lächeln ins Gesicht. Und wer aufgepasst hat, hat hier hinten vielleicht schon weitere Pflänzchen gesehen. Die habe ich heute tatsächlich vom Wochenmarkt mitgenommen. Hatte da einen Gutschein, deswegen. Da gibt es ein paar Pflänzchen. So schaut das jetzt aus. Einmal ein bisschen näher und für den Überblick. Links habe ich Kräuter drin, Basilikum, hinten Oregano. Hier vorne sind vier Gurken. Dann habe ich da eine lila Paprikasorte. Hinten haben wir einmal ein Currykraut und ganz hinten versteckt eine Zitronenverbene. Ich habe sie mir sichern können, da bin ich sehr glücklich. Und hier vorne überall, das hier ist Mais. Da hinten auch noch Mais zu erkennen. Da haben wir Kürbis, Zuckerhut, Zucchini. Gehe ich aber gleich näher dran. Und dann hier solche Sachen wie Luffer, Kohl, Zwiebeln ganz rechts. Das ist ein Kürbis auf der Ecke. Hier haben wir dann noch die Prunkwinde. Und dann hier hinten für den Überblick, hier hatte ich ganz viel Salat ausgesät. Da könnt ihr mal sehen, wie wenig durchgekommen ist. Könnte an frostigen Temperaturen zwischendurch gelegen haben. Blumenkohl lässt sich noch gar nicht blicken, aber dafür nach wie vor hier vorne der Azurstar-Kohlrabi. Allerdings eine Schnecke hat sich daran vergriffen. Auf der anderen Seite gegenüber jede Menge Tomatenpflanzen, Artischocke und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt überall näher dran und ich werde anfangen bei den Tomaten. So, einmal symbolisch für die anderen. Die Tomatenpflanzen ähneln sich generell. Gibt ganz leichte Unterschiede. Mal größer, mal kleiner. Das merkt man im späteren Verlauf des Wachstums. Da muss ich euch jetzt nicht jede Sorte vorstellen. Später im Verlauf des Jahres komme ich natürlich auf die verschiedenen Sorten zurück. Da freue ich mich auch ganz, ganz besonders drauf. Letztes Jahr war das schon eine Riesenfreude. Da könnt ihr auf was gespannt sein. Ich habe tolle Sorten wieder dabei, ganz tolle Sorten dabei. Ja, wie ihr sehen könnt, alles, was nicht so tomatenmäßig aussieht, ist natürlich Unkraut, das soll raus oder Beikraut. Hat da dann nachher nichts mehr drin zu suchen. Und eine Tomate, die ist für mich ganz besonders, das ist die Zuckerbusch. Die ist hier vorne, kommt auch fleißig. Hier vorne der ganze Bereich, das ist alles Zuckerbusch. Ja, und ein Stück weiter. Da haben wir die Artischocken, die kommen ja super. Kennt ihr aus meinem Garten, die werden ja richtig schön groß und wenn sie blühen, dann ja. Und ganz nebenbei, wenn man eine Artischocke ernten will, natürlich Win-Win-Win-Situation. Sollte in keinem Garten fehlen, finde ich. Und ich habe diesmal auch ein paar mehr ausgesät. Dann haben wir noch Physalis-Pflänzchen. Und ja, vorne sonst nichts dabei. Außer das schon genannte. Hier könnt ihr ganz deutlich sehen, Kohlrabi Azurstar kommt, da werde ich ein paar von gut haben. Dennoch seht ihr angeknabberte Blätter. Hier war irgendwie eine Schnecke unterwegs. Die haben Herbert und ich noch nicht gefunden. Dann haben wir hier Salat, den Maikönig. Wie gesagt, Salat, das war nicht ganz so erfolgreich. Wahrscheinlich mal kalte Temperaturen gekriegt, somit erfroren. Dann haben wir da Batavia-Salat. Und da hinten die Lucinde. Also insgesamt, ich habe ja viel ausgesät gehabt. Ja, kein Salat zum Abgeben, der wird für mich reichen, aber ich bin trotzdem glücklich dann damit. Und das ein oder andere Körnchen geht bestimmt noch auf. Den Mais finde ich total spannend, guckt euch das an. Eine richtig tolle Keimrate von rechts nach links. Haben wir einmal den grünen Mais und dann mit den roten und links schwarzen Mais. Also wird für genug von jedem bei sein. Und wenn ihr euch schon mal mit dem Mais beschäftigt habt, dann werdet ihr wissen, dass die nicht reinbleiben, weil vor allen Dingen, wenn Maispflanzen in der Nähe sind, ist die Chance natürlich noch höher, dass die andere Farben kriegen. Im gewissen Umkreis werden alle verschiedenfarbigen Mais kriegen. Sie werden mich hassen, aber so ist das. Da müsst ihr durch. Und da haben wir den Mais vom lieben Nils. Ja, den werde ich auf jeden Fall weiter keimen lassen. Ups, jetzt bin ich gegen das Ding gekommen. Ich habe ohne Ende Saatgut hier schon in der Kolonie verteilt. Da haben sich jede Menge Leute gefreut. Also das geht auf jeden Fall unter die Leute hier vor Ort. Physalis links kann ich noch nicht so viel entdecken. Hier haben wir eine Zucchini-Reihe. Zucchini Castades Romanesco. Ich habe die Namen schon mal vorgelesen. Da müsst ihr in meinen Aussaat-Videos mal stöbern. Der Zuckerhut sieht super aus. Dann hier vorne auch wieder. Schön Kürbis. Ja, den Mais habe ich euch gerade gezeigt. Und hier sieht man schon, da fängt der Mais. Ich habe ihn bunter Tomar-Mais genannt. Ich hatte ihm Mais gegeben, damit er für mich Saatgut sammelt, ein Pflänzchen.
Und der ist ganz bunt geworden. Anscheinend hatte ich schon Einfluss mit meinem Garten. Ja, und das hat er für mich gesammelt und da habe ich auch noch jede Menge übrig. Wer da Bock drauf hat, außer Nee oder so, haut mich an, ihr kriegt was, kein Problem. Wird auf jeden Fall schön bunt. Also schwarz, rot, gelb, grün, ne, alles Mögliche dabei. Jetzt haben wir hier die Prunkwinde. Das ist auch so eine Rankpflanze, die sich überall rumwindet. Da habe ich auch ein paar dazwischen. Das freut mich. Na, Herbert hat Besuch vor der Hölle. Hier haben wir Zucchini, kommt ganz gut daneben auch. Und vorne habe ich schon gezeigt, hier haben wir noch Löwenohr, Mario Vanilla. Das kann ich noch nicht sein. Da vorne am Ende hat sich noch eine Tomate verirrt. Ansonsten, da bleibe ich erstmal geduldig. Bei Blümchen habe ich noch nicht so ein gutes Händchen gehabt. So, Hokkaido-Kürbisse, da sieht man schon, da bricht der Boden auf. Und hier vorne haben wir auch noch einen Hokkaido, der super aussieht. Also ich brauche sowieso nicht viel Pflanzen. Ich denke mal einen hiervon und einen von dem Pattison-Kürbis und ich werde glücklich sein. So, und hier vorne haben wir jede Menge Zwiebeln. Oh, da freue ich mich. Da werde ich auch jede Menge abgeben können, denke ich. Ja. Und dann hier hinten nochmal Zucchini-Sorten. Salatgurken ist noch nicht zu sehen. Nein. Oh, kleine Korrektur. Das hier vorne waren keine Zucchinis, sondern das war die Salatgurke Tanja. Zurück hierhin. Hier haben wir einmal Palmkohl auf der rechten Seite. Der Mittelstreifen ist Rosenkohl und links daneben nochmal Rosenkohl. Ich habe den Rosenkohl so lieb gewonnen, dass das in meinem Leben nochmal passiert. Unglaublich. Das ist so eine tolle Geschichte. Vielleicht habe ich auch schon mal erzählt. Nee, ist heute nicht dran. So, und dann haben wir hier vorne eine kleine süße Luffergurke, die kommt. Guckt euch das an. Ja, das ist für mich das ja, nahezu allerwichtigste Gewächs. Aber jetzt sehe ich schon an einer anderen Stelle. Da kommt es durch. Und dort bricht auch was durch. Toll. Also kann ich schon mal sehr zufrieden sein. So, dann möchte ich euch nochmal das Basilikum vom Nahen zeigen. Einmal das rote. Vorne haben wir Buschbasilikum. Da. Oregano ist noch nichts zu sehen. Snackgurke in Weiß. Da haben wir eine lila Paprika, das Currykraut und dahinter versteckt die Zitronenverbene. Ach, was freue ich mich. Dann habe ich noch ein paar Cocktailtomaten geschenkt gekriegt. Rufen danach, pikiert zu werden. Also das ist einer meiner Aufgaben jetzt zeitnah. Ich denke mal, das könnt ihr alle da draußen, da braucht ihr von mir keinen Unterricht oder sonst wie. Ansonsten schreibt es bitte in die Kommentare. Irgendwer hilft ja sicherlich weiter, wenn nicht spätestens dann ich. Ich schaffe es nicht immer auf alles zu antworten. Und weil wir dann schon mal hier sind, der Herbert, der hat natürlich auch jede Menge Pflänzchen. Kürbisse, Zucchinis und auf der rechten Seite jede Menge Tomaten. Das ist hier so sein Revier. Was haben wir denn da vorne? Sieht doch aus wie Kohl, oder? Ich weiß es nicht. Muss ich ihn nochmal fragen. So, ihr kennt das, mir ist mittlerweile richtig warm geworden. Ihr habt jetzt mal einen Überblick gekriegt. Es gibt natürlich auch noch ein paar Pflänzchen im Garten, die dazugekommen sind. Ihr könnt schon wieder einen Gartenrundgang drehen. Werd aber, denke ich mal, in naher Zukunft irgendwas machen, wo ich euch so eine Art Update bringe, aber keinen kompletten Gartenrundgang, soll ja nicht immer das Gleiche sein. Und um den Gartenrundgang an sich geht es mir gar nicht, sondern ich habe so eine Freude, das mit euch zu teilen. Hier ist immer so ein Leben drin, so eine Riesenfreude. Ja, so herrlich. Also der Mais, ne, das ist echt der Hammer. Richtig schön. Ja. Das tat jetzt gerade richtig gut, dieses Video auch zu drehen. Sonst gehe ich mal rein, gießen. Erfreue mich auch dran, gar keine Frage. Aber es ist schon was anderes, wenn man sich mal im Moment gezwungenermaßen auch die Zeit nimmt hier drin, weil es wird mit der Zeit unangenehm, vor allem so dick eingepackt wie ich. Wir haben ja Richtung 30 Grad drin. Es ist warm. Der Schweiß läuft diesmal noch nicht, aber. Ja, somit habe ich mich runtergefahren, die Zeit mit euch genossen. Wer da irgendwie noch Tipps braucht, ich werde euch mal auf der linken Seite nochmal Videos verlinken zur Aussaat. Und ja, wer das noch nicht so mitgekriegt hat und nicht weiß, wie es anstellen soll, da geht es dann weiter. Ansonsten nächstes Mal mit Sicherheit aus dem Garten wieder ganz tolle Sachen, die da zu mir gefunden haben. Und es wächst und wächst und wächst. Eine Riesenfreude. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen bis an diese Stelle. Falls du noch keinen Abo dagelassen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest, uns begleitest. Das ist viel wichtiger bei der Sache. Das ist ein Allgemeinwohl-Ding. Und ja, sag ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Jetzt bin ich aber raus. auch so ein schöner Blickwinkel. Ach, wie schön. Leute, ab mit euch in den Garten.
Kleine Pflänzchen anziehen, macht so einen Spaß. Wenn ihr das, das könnt ihr auch zu Hause machen, für den Balkon, Fensterbank. Die Tomate Zuckerbusch da unten, die ist auch Balkon und sogar wohnungsfest. Wow. Freue mich aufs nächste Mal. Also ist man mal ein, zwei Tage weg, ey, echt Bombe. So, jetzt bin ich aber raus und weg.